Wir präsentieren hier erstmal ein Batteriespeicherkonzept mit Photovoltaikanlage und ein Elektromobil, was wir aktiv in das Gebäudekonzept dort mit einbinden und dann auch entsprechend die Schnittstellen dazu, dass ich einen Energiemanager im Hause habe, der das Ganze optimal verwaltet und mit Strom versorgt. Die vernetzte Gebäudetechnik spielt dabei eine immense Rolle, denn letztlich geht es ja darum, dass wir den Strom, den wir erzeugen und die Zeiten, wie wir ihn verbrauchen, nicht in Deckung sind. Und da hilft ein Energiemanagementsystem im Haushalt, diese Zeiten zu puffern bzw. die Haushaltsgeräte so zu steuern, dass sie eben halt den Strom verbrauchen, wenn ich ihn mir gerade selbst erzeugt habe. Es ist ja so, dass wir heutzutage einen Großteil des Stroms aus erneuerbaren Quellen herstellen und der ist ja, wie wir alle wissen, nicht kontinuierlich. Das heißt, wir haben mal wenig Strom im Netz von den erneuerbaren Energien und auch mal mehr, als wir eigentlich verbrauchen oder aktuell nutzen können. Und da hilft eben halt zum Beispiel ein Batteriespeichersystem, dann diesen Strom abzufangen und somit eben auch die Netze zu stabilisieren und zu puffern. Hat auch den Vorteil, dass sie letztlich damit auch Energie nutzen können oder gewinnen können, die eben halt wesentlich günstiger ist als der aktuelle Haushaltsstrom, denn es ist geplant, bei den Energieversorgern sogenannte zeitvariable Stromtarife anzubieten, sodass man eben halt, wenn man viel Strom im Netz hat, der Strom auch billiger ist und ich ihn somit eben halt auch günstiger einkaufen und besser nutzen kann. Einfach über ein Ladegerät wird das Elektromobil dann eben entsprechend an das Hausenergiemanagementsystem angeschlossen. Und das muss nicht nur bedeuten, dass es eben halt nur in die eine Richtung geht. Das heißt, dass das Auto oder in diesem Fall hier das E-Bike zum Beispiel dann entsprechend geladen wird, sondern ich kann den Speicher des Elektrofahrzeuges auch aktiv in das Haus einbinden. Das heißt, ich kann auch den Strom wieder entnehmen, sodass ich mir zum Beispiel morgens mein Frühstücksei aus dem Autobatterie kochen kann, weil ich weiß, mittags haben wir so viel Sonne, dass ich den Strom dann wieder nachladen kann. In erster Linie jetzt schon bei der Planung, vielleicht zukünftige Entwicklung vorherzusehen bzw. daran zu denken, dass man eben halt intelligente Bussysteme im Haus braucht, um das Energiemanagement entsprechend optimal ausschöpfen zu können und natürlich auch in erster Linie die Erzeugung von erneuerbaren Energien auch mit vorzusehen oder einzuplanen. Denn heutzutage ist es möglich, zum Beispiel mit einer Photovoltaikanlage selbst Strom zu einem Bruchteil der Kosten vom Haushaltsstrom herzustellen und zu nutzen.